Die sechste Etappe des Kriterium du Dauphiné. 139 Kilometer, zwar nur kurz, aber dafür ziemlich bergig. Ihr seht es am Profil. Die Favoriten daher wieder mal Quintana, Nibali, Dumoulin, der Etappensieger der fünften Etappe, Christopher Froome, Miguel Ángel López, der Giro-Sieger, Ineos Zakarin, dann Adam Yates, Vaughan Buggy, Luis Fairbanks mit dabei und Ion Izagirre. Wir sehen uns gleich. Ihr auf der Strecke halt, ne? Ja, bis gleich. So, und da sind wir also bei der sechsten Etappe. Dieses Kriterium du Dauphiné. Miguel Ángel López trägt das Trikot des Bergbesten, wie es ja so schön heißt. Ich frage mich nur, wie es für uns möglich sein soll, das jetzt zu verteidigen. Da bin ich mir halt nicht so ganz sicher, weil wir müssten eigentlich die ersten beiden Berge hier gleich mitnehmen. Da gibt es insgesamt 10 Punkte zu holen, nur ich kann niemals mit López jetzt hier angreifen. Die zeigen mir einen Vogel im Feld. Das werden die niemals zulassen, weil sich denken, Miguel Ángel López, der ist viel zu stark. Stattdessen Ahmed Erkan mit der Attacke, weil einfach mal, warum nicht? Der Junge kriegt viel zu wenig Aufmerksamkeit. Und hier springen gleich mal ein paar Fahrer mit, die natürlich ein ganz anderes Kaliber haben. Nämlich vor allen Dingen Bergfahrer, zum Beispiel Tim Wellens. Und da wird Erkan heute mal, sagen wir mal, eine bessere Trainingsarbeit machen. Ich hatte eh keinen Verwendungszweck für ihn, also komm. Angreifen ist halt eh so ein bisschen schwierig. Hätten wir mit Feline vielleicht machen können, aber das war es dann halt auch schon. Wobei, mit Feline könnten wir es machen, ja. Ja, mit Feline könnten wir es machen. Ist noch nicht zu spät. Also, das ist, glaube ich, schon ein bisschen zu spät. Aber es ist noch nicht zu spät. Och, Ibrahim, Alter, du sollst ihn schützen und nicht behindern. Schon ein Unterschied. Aber das Tempo ist gerade eh übelst hoch, sodass ein Vorankommen fast nicht möglich ist. So, Fairbanks auch mit Problemen hier vorn dran zu bleiben. Weil David Goudou hier Tempo macht als, keine Ahnung, ey, jetzt wird es Plätzchen bei Oma geben oder so. So könnte man das mal umschreiben. Also wirklich extremes Tempo, was hier gerade gefahren wird. Mein lieber Mann, Erkan ist auch schon wieder eingeholt. Das war's dann auch schon wieder. Ach, das ist eine Attacke von Goudou. Das ist offensichtlich eine Attacke von David Goudou. Aber das wird jetzt schwer, hier noch rechtzeitig vorne ranzukommen. Ich glaube, das Ding wird nichts mehr für Fabio Feline. So, Fairbanks kann mal auf López aufpassen, denn die anderen sind schon wieder, ja, sonst wo unterwegs. In der Weltgeschichte. So, Fabio Feline ist mit dabei, aber das ist hier brutal. Und da kommt er erst gar nicht in die Gruppe, um wirklich mitmischen zu können. Aber Gruppe 2 ist natürlich auch mehr oder weniger in Ordnung, ne? Muss man ja mal so sagen. Aber ist natürlich nicht in Ordnung, wenn man hier die Punkte will, klar. Weil jetzt gibt es die Attacken vorne. Und da können wir nicht mitmachen. Fabio Feline da ganz klar abgehängt. Und chancenlos, hier noch Punkte zu holen. Ja. Wer holt sich die Punkte stattdessen? 5 Punkte gehen an Kai Mijan, 3 an Hausen, 2 an Geoghegan Hart und 1 Punkt geht an Simon Spilak. Also 5 Punkte an Kai Mijan. Schauen wir mal. Der ist, glaube ich, gar nicht mal so gut platziert bislang. Ich glaube, wir schauen einfach nach vorne. Das ist einfacher. Kai Mijan hat bislang noch keinen Punkt. Also ist er jetzt bei 5. Hausen kriegt 3. Damit ist er jetzt bei 9. Okay. Geoghegan Hart kriegt 2. Damit ist er jetzt bei, ja, bei 2. Und Simon Spieler kriegt 1. Und damit ist er bei 1 Punkt. Also alles noch im Rahmen des Ertragbaren. Ist jetzt nicht so, dass die viele Punkte hätten oder so. So. Strategie ist wie eingestellt? Ja, ich würde sogar sagen, alles für López heute. Und dann passt das. Oh, Feline, müssen wir jetzt mal gucken, ey, dass wir den mal da vorne wieder reinkriegen. Das Problem ist, Col de Mouly, oder wie das ausgesprochen wird, ist jetzt gleich auch schon erreicht. Das heißt, wir können jetzt eigentlich nicht großartig Kräfte sparen, weil wir müssen ja in die Gruppe reinkommen. Auf der anderen Seite müssen wir aber Kräfte sparen, weil wir wollen ja auch beim Sprinter eine Chance haben. So, Feline ist drin, aber das wird nichts, ey. Jetzt beginnen die Attacken. Und das ist halt der Punkt, wo Feline schon längst platt ist. Also da haben wir jetzt echt gar keine Chance.
Feline reagiert da auch schon gar nicht auf meine Befehle von wegen, folg mal den Angriffen. Keine Chance. Spilak und Hausen kommen hier am besten weg. Und Damien Hausen, der ja gestern schon eine mega starke Etappe gefahren ist. War da ja richtig lange in der Gruppe der Allerbesten mit drin. Bis zum Ende eigentlich. Hat da ein ordentliches Rennen gefahren. Jetzt kommt Calmejan, holt sich die nächsten 5 Punkte. Hausen kriegt 3, 2 für Spilak, einer für Georgen Hart. Damit ist also Lilian Calmejan mit 10 Punkten. Damien Hausen hat 12 und rückt damit relativ nah ran an Miguel Ángel López. Aber mal schauen, aber mal schauen. So, López fährt hier sogar ganz vorne, auch interessant. Obwohl er eigentlich kein Tempo macht. So, Ahmed Erkan versucht jetzt mal Getränke zu holen. Camberay ist hier hinten mit dabei. Okay. Mal gespannt, ob diese Gruppen wieder zusammenlaufen. Aber ich gehe schon davon aus. Abstände sind noch nicht allzu groß. Das heißt, wir spulen jetzt mal ein bisschen vor. Ich denke, auf dieser flachen Sequenz wird nicht viel passieren zwischen den Bergen. Schauen wir mal, ob Erkan die Getränke nach vorne bringen kann. Ich hoffe es. Kommt zwar noch ein Anstieg, aber es sollte er schaffen. Der Ahmet Erkan aus der Türkei. Und dann gibt es einen Sturz, dann schafft das wohl nicht. Also schicken wir Ali Ibrahim. Ist nicht wahr, ey. Ahmet Erkan natürlich hier gestern schon gestürzt, ne, auf der Etappe. Jetzt schon wieder im Sturz hier verwickelt. Hat echt Pech momentan. Naja, gut. Dann ist das halt so. Smorka auch mit dabei hier. Scott Thwaites haben wir ebenfalls mit in dieser Gruppe. Aber da muss halt Ali Ibrahim mal für die Kollegen Getränke holen. Das muss dann halt mal gehen. So, Fabio Fellini ist vorne mit drin. Erste Gruppe also für den italienischen Meister. Der soll sich jetzt erstmal ein bisschen erholen. Es gibt hier noch eine kleine Gegensteigung und danach sind wir also im Flachstück dieser Etappe und das ist wirklich üppig. Also jetzt erstmal ein bisschen nichts tun für Fabio Felline und einfach nur in der Gruppe bleiben, wenn es geht. Das sollte er jetzt damit geschafft haben. Und dann also im Flachstück möglichst viel Energie sparen, um dann im Ziel dieser Etappe vielleicht nochmal mit reinhalten zu können. Müssen wir mal schauen, ob das so klappt. Gruppe hat 1,13 Vorsprung auf George Bennett. Dann kommt Maison aus der französischen Mannschaft Fortuneo. Ja, dann kommt auch schon das Feld. Also ungefähr, ich weiß gar nicht, 2 Minuten noch was. 2 Minuten 20, 2 Minuten 30 müsste der Vorsprung betragen, der Ausreißergruppe. Also gar nicht mal so viel. So, Fedine kann jetzt so langsam wieder Tempoarbeit mitmachen, aber nicht so mega viel. Das reicht momentan noch nicht, um nach vorne zu fahren. Tja, dann ist es halt so. 2 Minuten 38. Jetzt haben wir den Vorsprung, weil alle anderen, die dazwischen waren, eingeholt wurden. Also 2 Minuten 38 aktuell der Vorsprung der Ausreißer vor dem Hauptfeld. Das ist verdammt wenig. Das wäre auf eine flache Etappe wenig. Für 54 Kilometer vor dem Ziel. Das ist auch hier sehr, sehr wenig bei so einer Etappe, wo es dann eben noch den Berg hinauf geht. Also alles andere als als eine erfolgsversprechende Situation hier momentan. Aber es soll niemand sagen, dass wir unsere Arbeit nicht machen. Fedina reiht sich hier schön ein. Ungeachtet dessen, was er hier heute schon geleistet hat. Macht seine Führungsarbeit und geht jetzt erstmal Getränke holen. Während einige hier schon zusammenklappen, war das Tempo zu unerbitterlich. Jetzt 2,5 Minuten noch Vorsprung für die Gruppe. Wir sind noch im Flachstück. Das möchte ich nochmal betonen. Wir sind noch im Flachstück. Also wir sind im leichten Part der heutigen Etappe. So kann man es sagen. Denn der Schlussanstieg kommt erst noch. Wie viele Punkte gibt es da zu holen für die 15? 15 Punkte gibt es dann zu holen für die ersten im Ziel oder für den ersten im Ziel. Wieder mal 15 Punkte. Also mal schauen, mal schauen. 20-Kilometer-Marke für Fabio Felline. Heißt, wir schicken auch hier hinten nochmal Al-Ali Ibrahim Getränke holen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Denn am Anstieg bergauf möchte ich ihn da wirklich nicht mehr schicken. Das halte ich für schwierig. 71. ist er mittlerweile in der Gesamtwertung. 18
10 Minuten und 40 Sekunden seinen Rückstand. So, und da sind wir auch schon drin. 11,2 Kilometer. Kaymijan und Gudu haben direkt mal angegriffen. Auch sehr interessant. So, und Miguel López ist jetzt also vorne mit dabei. Jetzt ist wieder die Frage, auf wen wir achten. Ich wäre natürlich ganz klar dafür, dass wir auf López achten. Denn das ist unser Mann für die Gesamtwertung. Ist ja irgendwie logisch, oder? So, was haben wir für eine Strategie mit Feline? Ja, denke ich mal, passt schon. Ja, Angriffe auf jeden Fall folgen auch. Ja, so. Gucken wir mal. 10-Kilometer-Marke ist erreicht. Ich denke mal, Feline hat eh nicht mehr so mega viel Vorsprung. Naja, 1,30 hat er noch. Aber es ist halt nicht so mega viel, wenn es hier so bergauf geht. Und jetzt gibt es die Attacke. Nairo Quintana greift an. Und dann folgt Julian Alaphilippe direkt. Froome geht mit. Sagan, okay. Sagan denkt sich offenbar auch. Ja, komm, folgen wir mal dem ganzen Geschehen. So, und Fährwacke. Sollte mal versuchen, die Lücke so ein bisschen zu schließen zu denen da vorne. Mal schauen, ob er es hinbekommt. Gruppe vorne ist praktisch wieder zusammen. Aber Kaymijan fährt ein mega starkes Rennen. Das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Ja, und die vier Ausreißer hier, die vier Gesamtwertungsausreißer sozusagen, die machen ihren Job hier eigentlich ganz gut sogar. Muss man ja mal sagen. Dumoulin hat den Postabgang nicht erwischt, genauso wie wir. Ist hier also auch noch in der Gruppe drin mit Miguel Ángel López. Und jetzt ist Fairbanks hier platt. Der hat sich gerade vollkommen verausgabt. Was auch verständlich ist. Yates ist auch in der Gruppe und da vorne haben wir also nicht Aru, Nibali, Froome, Quintana und Julian Alaphilippe. Hier wird eingeholt Aru, deswegen bin ich da drauf gekommen. Feline wird auch eingeholt. 5 Kilometer noch bis ins Ziel. Tempo jetzt wirklich extremst hoch. Aber die Gruppe mit Quintana und Co. ist jetzt erstmal eingeholt. Aber es gibt die nächste Attacke. Christopher Froome versucht's. Gleich der nächste Angriff hier. Und hier vorne haben wir die Spitzengruppe mit Spilak, Franchini, Geoghegan Hart, Hausen und Kaymijan. Und dahinter kommen dann schon die Favoriten hier. Noch 3,7 Kilometer. Also es ist nicht mehr weit bis ins Ziel. Und alle Favoriten sind hier mit dabei. Und jetzt gibt es die nächsten Attacken. Ist das so? Nein, ist nicht so. Doch, jetzt ist es so, oder? Ah. Nee, Chris Froome macht hier nur Tempo. Jetzt gibt es die Attacke. Froome und Quintana verschärfen wieder mal das Tempo. 2 Kilometer noch. Ist hier noch was Steiles? Naja, ein bisschen. Ein bisschen steil wird es schon noch. Jetzt kommt Froome wieder mit einer Attacke vorne. Miguel Ángel López jetzt auch mal mit einem Angriff. Pollank, ey, der geht da auch noch mit, der Wahnsinnige. Und da klafft jetzt erstmal eine Lücke hinter denen. Aber ich glaube, gegen die vier werden wir hier nicht mehr ankommen, oder? Miguel Ángel López setzt jetzt nochmal zum Sprint an. Dumoulin, krallen wir uns noch. Quintana gewinnt die heutige Etappe. Und Miguel Ángel López landet auf Rang 4. Das ist okay. Vor Tom Dumoulin heute. Ja, ist in Ordnung, ne? Was willst du machen? So, die beiden können jetzt auch nochmal sprinten. Gegen Jaime Roson. Aber Roson hier der Stärkste aus der Gruppe. Ich denke mal, Fairbanks und Felina haben wieder was dafür getan, dass wir in der Gesamtteamwertung heute ein bisschen besser dastehen. So, jetzt Ali Ibrahim noch. Ab ins Ziel mit dir. Sehr schön nochmal eine Gruppe nach vorne gesprungen. Das wird auf jeden Fall viel bringen. Dann ist am Ende des Tages nicht 78., sondern 70. Das freut mich auf jeden Fall für ihn. Ja, komm. Und den Rest simulieren wir jetzt einfach mal. Ist ja völlig Wurst. Brian haben wir hier ganz hinten. Jan Sokol auch relativ weit weg vom Schuss.
Milton Bryan. Den kenne ich irgendwoher, weil wir ihn schon häufiger beobachtet haben, wie er der letzte war. War es beim Giro? Ich weiß es nicht. Also Etappensieg für den Kolumbianer Nairo Quintana vom Team Movistar. Er gewinnt also die sechste Etappe des Criterium du Dauphiné vor Chris Froome und Nibali. Vierter Lopez, fünfter Dumoulin. Sechster Jan Polank, siebter Warren Barguil, achter Patrick Konrad, dann Damien Hausen und Ioane Sagere. Also sehr, sehr okayes Ergebnis von Lopez, kann man so sagen. In der Gesamtwertung bleibt damit Nibali vorne. 41 Sekunden jetzt vor Nairo Quintana. Dumoulin rutscht ab auf Rang 3, hat jetzt 49 Sekunden Rückstand. Chris Froome hat 50 Sekunden Rückstand. Fünfter Adam Yates, sechster Patrick Konrad, siebter jetzt Miguel Ángel López. Auf Rang 8 Polank, 9. Alaphilippe und 10. Barguil. In der Bergwertung schnappt sich jetzt Nairo Quintana die Führung. Er hat 26 Punkte, 23 Punkte hat Miguel Ángel López, 19 Punkte Dumoulin und Froome mit 17 Punkten kommt Nibali, 14 Punkte hat Damien Hausen. In der Punktewertung führt jetzt auch Nairo Quintana mit 57 Zählern, 50 Punkte hat Miguel Ángel López, 48 Vincenzo Nibali. Und 47 Peter Sagan. Sagan wird damit wohl aus dem Rennen draußen sein, denn es kommen halt auch nur noch Bergetappen bei diesem Rennen. Von daher war es das wohl für ihn. In der Nachwuchswertung führt allerdings nach wie vor Miguel Ángel López vor Tao Geoghegan-Hart und Emmanuel Gebrey-Xavier. Da sieht es auch eigentlich ganz komfortabel aus für den Mann aus Kolumbien. Und in der Teamwertung führt das Team Sunweb vor Austria Cars und Mitchelton Scott auf Rang 3. Also, wenn wir da Platz 2 in der Mannschaftswertung halten könnten, wäre ich schon eigentlich ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Das ist schon sehr ordentlich. So, Lopez also zwei Plätze nochmal nach oben klettert in der Gesamtwertung. Punktewertung 2., Bergwertung 2., Nachwuchswertung 1., Teamwertung 2. Also, wir sind noch eigentlich in jeder Wertung vorn vertreten. Das ist schön. Al-Ali Ibrahim hat jetzt keine Bestform mehr. Das erklärt seine guten Leistungen in den letzten Etappen. Und in der nächsten Etappe, wie es aussieht, sehen wir uns dann eine Doppelfolge an. Die Tour de Suisse beginnt und das Critérium du Dauphiné geht in seine vorletzte Etappe. Da wird es nochmal bergig und bei der Tour de Suisse gibt es ein Prologzeitfahren. Das kennen wir mittlerweile ganz gut. Also, bis zur nächsten Folge und ciao.